Herzlich willkommen zum Gmail Kurztutorial. Hier erfährst du die wichtigsten Infos zu deinem Schul-E-Mail-Account. Nachdem du dich im Browser bereits mit dem Schulaccount angemeldet hast, findest du rechts oben die App-Liste. Klicke auf die neuen Punkte und du bekommst alle zur Verfügung stehenden Anwendungen aufgelistet. Klicke hier auf Gmail. Dann kommst du gleich zu deinem Posteingang. Auf der linken Seite kannst du erkennen, dass automatisch dein Posteingang aktiv ist. Hier kannst du auch auf markierte und gesendete E-Mails zurückgreifen. Mit Klick auf Mehr wird alles angezeigt, wie zum Beispiel geplante oder gelöschte E-Mails. Auch der Spam-Ordner ist hier zu finden. Wenn du ganz links oben auf die drei Streifen klickst, kannst du das Hauptmenü einziehen. Dadurch hast du mehr Platz in der Mitte. In der Mitte siehst du alle E-Mails im Posteingang. Noch nicht gelesene E-Mails werden in fett gedruckter Schrift dargestellt. Zuerst der Absender und dann der Betreff. Wenn man eine E-Mail anklickt, so öffnet man diese und kann die eigentliche Nachricht lesen. Mit dem Klick auf diesen Pfeil oder wenn du an das Ende der E-Mail runterscrollst, kannst du direkt auf die E-Mail antworten. Möchtest du zurück zum Posteingang, einfach auf das Symbol links oben klicken und du bist sofort wieder im Eingangsbereich. Wie schreibe ich jetzt eine Mail? Dazu einfach auf das große Plus links oben klicken und eine neue Nachricht beginnen. Im Anfeld gibst du die E-Mail des Empfängers ein. Zum Beispiel der gewünschte Professor. In das Betrefffeld schreibe in Stichworten den Inhalt deiner Nachricht. Darunter ist das große weiße Feld für die eigentliche Nachricht. Sie beginnt immer mit sehr geehrte Frau Professor oder sehr geehrter Herr Professor. So und so. Anschließend kannst du den Inhalt deiner Nachricht verfassen. Versuche dich kurz zu halten, aber doch das Wichtigste unterzubringen. Am Ende jeder E-Mail sollte auch eine Grußformel stehen, wie zum Beispiel mit freundlichen Grüßen. Bitte füge auch noch deine Klasse am Ende hinzu, damit du es der Lehrperson erleichterst, dich schnell einzuordnen. Wenn du mit deiner Nachricht fertig bist, klickst du einfach auf den Sende-Button und schickst sie ab. Oder planst sie für einen späteren Zeitpunkt.